Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von The Legend of Zelda Breath of the Wild Part 270. Zum letzten Mal haben wir diesen Schrein gefunden, der war auch ein bisschen versteckt, aber immerhin hat uns der Schreindetektor hier hingelockt. So, müssen wir mal sehen, worum es hier geht. Das ist irgendeine Apparatur. Ah, ich glaube, hier kommt auch wieder die Bewegungssteuerung, die allseits beliebte, zum Einsatz. Ja, wunderbar. Können wir jetzt, Moment, können wir das auch so mit der, mittels der Analog, nee, Analog geht hier gar nichts. Also sprich, es geht schon analog, aber nur mit Hilfe der Bewegungssteuerung beenden. Ist ja geil gemacht. Ja, da kommen wir auch so rüber. Ist kein Thema. Juhu. Super, mal gucken, ob hier nicht irgendwo was versteckt ist. Sind das nur Spiegelungen oder was ist das hier? Das sieht so komisch aus. Oh, hier kommen wir noch ohne weiteres hin. Geil gemacht, auf jeden Fall, ne? Oh, okay. Ah, hier müssen wir es erstmal so ein bisschen neigen, damit das... Ah ja, verstehe. Oh Gott, das ist zu weit. Das war zu weit. Stopp. Stopp, stopp. Okay, ich glaube, ich hab's. Sehr geil. Funktioniert doch sehr gut mit der Bewegungssteuerung, ja. Haben sie ja sinnvoll integriert. Ah, die kann man schon öfter mal zum Einsatz, ne? Auch wenn man da die Murmeln durch den Labyrinth zum Beispiel bewegen musste oder dergleichen. Ne? Das war auch ganz nett gemacht immer. Ja, also die Entwickler waren hier sehr kreativ. Haben sich richtig ausgetobt, austoben können. Ach du Scheiße, Leute. Das muss ich gänzlich drehen, ja. Ach ja, da ist zur Seite. Wäre das schon richtig? Nö. Wie soll das gehen? Also hier ist eine Treppe. Muss man das um die ganze eigene Achse drehen? Hier das Gamepad, oder? Verwirrend. Ich kann jetzt nicht einschätzen, was jetzt höher ist, ehrlich gesagt. Also ich muss nochmal kurz beenden. Das hier ungefähr... Das ist ein bisschen höher, da würde ich sagen, ne? Aber wo ist denn hier die Kiste? Ah, er guckt nach oben. Hat er gerade nach oben geguckt? Oder irre ich mich? War nur zu der Apparatur. Moment, hier ist bestimmt irgendwo die Kiste versteckt. Ah, vielleicht auf der anderen Seite von dem Teil. Das könnte natürlich auch sein. Moment. Ne. Irgendwo an der Wand. Nö, 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 nö. Sieht nicht so aus. Vielleicht ist er auch direkt bei dem Almühe da oben. Kann auch sein. So, oder hier. Hier. Haha, gefunden. Die Kiste zumindest. Oh je. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, Leute. Ich muss das ganze Ding hier gänzlich um die... Ja. Sehr nett. Ja, die fanden das echt lustig, glaube ich. Die Entwickler. Auweia, ey, Leute. Naja, ein bisschen. So. Ja, komm. Das schaffe ich. Will mir jetzt mal gucken, was in der Kiste ist. Ich glaube, ich komme sogar zurück. Hm? Na, mal gucken. Das heißt, wenn ich sterben sollte, wäre es egal. Oh, das war unerlässlich. Ah, da können wir klettern, ja. Um den Schlüssel zu erhalten. Ah, sehr gewieft, sehr gewieft. So, dann müsste ja hier noch ein... müsste doch jetzt noch eine Truhe sein oder sowas, ne? Oder nicht? So, sind wir da hoch und dann können wir da rüber. Moment, von der anderen Seite aus. Ja, mal beenden. Es muss ja nicht hundertprozentig alles sitzen. Hauptsache, man kommt da irgendwie rüber. Oder eine andere Truhe scheint da nicht gewesen zu sein, ne? Oder habe ich da was übersehen?
Ja, das müsste man schaffen. Hm? Ich glaube, das ist zu steil. Da kommt man nicht hoch. Gut. Nochmal sehen, wo wir da hinkommen. Ich habe das Gefühl, der Schrein ist noch ein bisschen umfangreicher. Weil der Alte scheint hier noch nicht hinter zu sitzen. Ne? Ich weiß es nicht. Ich kann mir mal linsen. Doch, der ist da schon. Hm, ich hoffe mal, der hat da noch eine Kiste. Vielleicht auch nicht. Nö, jetzt Moment, Moment, Moment. Noch. Können wir hier nicht weg? Hauptaufgabe ist zumindest schon mal geschafft. Aber... Ne, das war die, die war... Die notwendig war, ne? Genau, mit dem Schlüssel. Die Kiste. Aber wo... Wo ist... wo ist denn die Truhe? War die hier? Nee, ne? Da ist er. Ja, wie konnte ich das übersehen? Okay. Wenn ich das da noch hinschaffe, ist das natürlich, ne? gerade so. Boah, sehr gut. Naja, ging noch super. Okay, dann holen wir uns noch die Kiste. Wie konnte ich die übersehen und nicht beachten hier? Auf Feier. Oh, Gushin-Schild. Sehr gut. Leute, was sagt ihr? Soll ich den nehmen? Oh. Na gut, hier. Der kann nur besser sein. Der kann nur besser sein. Oder? Ja, er ist auch besser. Okay, nehmen wir den. Perfekt. Supi, na denn. Starten wir durch. Haben wir es geschafft. Schreien geschafft. Perfekt erledigt. Machen wir kein langes Federlesen. Geht's direkt zum nächsten. Haha, so kann man ihn dann finden, dieser Folge ist das. Aber auf jeden Fall gehen wir da schon mal in die Richtung. In die grobe Richtung, ne? Sag es mal so. So, dalle. Perfetto. Uiuiui, war wirklich denkbar knapp gewesen. Das war Maßarbeit, denke ich. So. Okay, machen wir das mal schnell hier. Lassen wir uns mal schnell abfertigen hier. Oder wir fertigen den Alten ab, je nachdem. Der will ja eh nicht mehr weiter mit uns reden. Ne? Löst sich in Wohlgefallen bzw. in Luft auf. Sehr schön. Naja, da waren es nur noch zwei. So schnell kann es sein. Gab ein Loch, Bello. Genau, das haben wir schon mal gemacht, ja. Das habe ich schon mal gemacht. Na gut, die Ladezeit zurück ist immer ein bisschen länger. Da muss ja immerhin die ganze Welt wieder fast laden, ne? Denke ich mal. Also nicht ganz die... ich denke mal, ein Großteil wird trotzdem im Speicher verbleiben. Ach so. Könnte es ja direkt schon wegbeamen, ne? Aber ich glaube, im Wasser geht das nicht. Mein Fehler. So. Schön. So, jetzt wollte ich mich... Gut, den müssen wir jetzt erstmal entfernen, den Stempel hier. Sonst werden wir wieder der totalen Verwirrung aufsitzen. So, hier ist ein Türmchen in der Nähe. Hier ist auch ein Schrein, relativ hoch gelegen. Der ist, glaube ich, nicht so hoch gelegen, oder? Ist der höher gelegen hier? Das ist immerhin die Hängebrücke, also es wird hoch sein. Na gut, ich werde mich erstmal rein teleportieren. Stimmt, die Kraftproben kann man ja auch immer wieder absolvieren, ne? Ich weiß nicht, ob die dann... Nee, die wären nicht schwerer oder so, ne? Die sind ja vordefiniert für den jeweiligen Schrein. Aber worauf ich hinaus will, ist, dass, falls man keine Waffen mehr hat oder haben sollte, kann man sich da immerhin noch immer wieder unbegrenzt Waffenvorrat nachholen, ne? Na, vorrangig wahrscheinlich eher bei der Kraftprobe schwer oder sehr schwer, weil da sind die Waffen dann auch dementsprechend stärker von den Gegnern, die man dann bekommt, ne? Ganz klar. Nee, das ist hier, also, ja, ne? Das war wohl nichts.
sehr tief gelegen. Da müssten wir irgendwie ja, relativ lange klettern. Ein langes Kletter-Intermezzo über uns ergehen lassen, aber das wollen wir jetzt nicht. Wollen ja ein bisschen Zeit sparen, ne? Wir wollen immerhin mit Folge 299 fertig werden mit dem Spiel. So hoffe ich doch. Kann es jetzt noch nicht mit Bestimmtheit sagen, aber ich habe so doch so grobe Richtung, ne? Also auf jeden Fall vor Folge 300 wollte ich mit dem Spiel eigentlich fertig sein, soweit. Nicht doch, ist doch kalt hier. Warum denn das? Nicht. Na, noch baut er nichts ab. Schön. Im Menü kann man sich trotzdem unbegrenzt lange aufhalten. Super. Okay, jetzt wieder die grobe Richtung einschlagen. Warum stehe ich immer genau in entgegengesetzter Richtung? Vom eventuell dort liegenden Schrein. Moment, da ist doch aber einer gewesen in der Nähe. Da soll noch einer sein, direkt im... Obwohl, hier sind relativ viele Schreine in der direkten Umgebung, ne? Hier auch. Kann man jetzt nicht sagen, aber wenn dann 4 Schreine auf kleinstem, auf engstem Raum und manchmal sind hier so große Flächen wie hier, da ist kein Einziger. Also soll zumindest keiner weiter sein. Das sind ja nur noch 2. Also, ja. Ne? Gut, wenn es so ist, soll es so sein. Lassen wir uns fallen. Ist generell hier eine geile Gegend, ne? Ganz cool sieht es hier aus. Smogig, ja. Auch so ein verdächtiges Loch. Oh ja, das schaffen wir diesmal. Der Wind trägt uns weit genug ins Tal. Naja. Ich glaube, es geht noch weiter, ne? Bis darüber. Ja, definitiv. Na, da oben ist aber keiner. Mal sehen, ob der Schreindetektor anschlägt oder ob wir den wieder mittels eines Rätsels freischalten müssen. Da irgendwo. Na, ja. Oh, wir kommen relativ nah ran, zumindest in die Gegend des Schreins. Vielleicht müssen wir den auch freisprengen wieder, aber dann würde ja der Schreindetektor trotzdem Alarm schlagen, ne? Ja, hier war ich auf jeden Fall schon mal. Hier waren nämlich auch relativ zahlreiche Gegner, wenn ich mich nicht irre. Oh oh. Da. Guckt euch das an. Was ist das? Das sieht verdächtig aus. Warum habe ich das damals übersehen? Vielleicht habe ich es ja nicht übersehen, aber wollte noch woanders hin. Ich weiß es nicht. Warum? Auf jeden Fall ist hier was. Ups. Ich muss mal das löschen. Nur wie? Das ist Lava. Es ist warm genug. Hier unten ist es warm genug. Das heißt, Helmchen hier aufsetzen, ne? Da Gegner irgendwo? Ich höre welche. Oh ja, da sind welche. Da ist so ein Krog. Boah, hier ist ja wirklich alles voll mit Gegnern. Verdammt, Leute. Was können wir denn hier machen? Sieht sehr heiß aus, wie eine Suppe oder sowas. Eine heiße Suppe. Irgendwas machen? Ist magnetisch, ne? Kann man das löschen? Auf jeden Fall wird das hier irgendwie aus dem Inneren der Erde abgezwackt. Oh, mit denen können wir reden. Ah, okay. Das hat mit einem Rätsel zu tun, ich verstehe. Die müssen wir wahrscheinlich reinlegen. Voll heiß. Und beugen und strecken. Dieser sportlichere von den drei Jungs. Das hier ist unsere altehrwürdige Abhärtungsarena. Oh, hier lassen wir drei Brüder unseren Ausdauerhärtetest stattfinden. Hier brennt die Luft. Wir wollen noch härter werden. Deswegen schauen wir, wer von uns die größte Hitze aushält. Okay. Dass ein Gorone so schwitzen kann. Obwohl wir Goronen sind, vertragen wir Hitze nicht besonders. Oho. Wir wollten mal eine andere Hitze als die Goronen hier ausprobieren. Daher sind wir zum Abhärten hierhin gekommen. Was ist mit dir? Mach mit. Gerne.
da nämlich schon eine Idee. Bei unserem Ausdauer-Härtetest. Ich probier's mal. Starke Antwort. Ein Kerl wie du? Ein ganzer Kerl ist ein ganzer Kerl. Na los. Wenn du soweit bist, kletter in die Arena. Dann kann der Ausdauer-Härtetest losgehen. Da ist ja nicht so heiß, ne? Ist hier heiß? Ja, es ist heiß. Auf einmal. Vorhin war es noch nicht so. Na, Leute. Ist doch klar, was wir jetzt zu tun haben. Oh, ist trotzdem noch zu heiß. Immer noch? Nee, dann muss ich hier eine andere Ausrüstung. Super. Wenn du aus der Arena kletterst, wegfliegst oder gar schlapp machst, dann verlierst du. Ich will nicht wegfliegen. Wieso soll ich fliegen? Und jetzt legen wir los. Ausdauer-Härtetest. Ah, der erste macht schon schlapp. Zweiter auch. Da winkt mir jemand. Ah, den haben wir. Opa, bist du das? Ist doch ein Klacks. Ja, haben wir gewonnen, würde ich mal sagen. Ne? Dank der Rüstung. Der Hitzrüstung. Ne? Jetzt brauchen wir aber die andere. Du bist hart wie Diamant. Hätte nie gedacht, dass uns jemand schlägt. Hiermit verleihe ich dir das Recht, dich dem Ausdauer-Härtetest auf der höchsten Stufe zu stellen. Dabei haben sich früher unsere Vorfahren abgehärtet. Es erwartet dich der härteste aller Ausdauer-Härtetests. Gerne. Siehst du den Bereich mit den Flammen hinter mir? Dein Instinkt sagt mir, dass das eine blöde Idee ist, oder? Da würde ich sagen, du hast einen spitzenmäßigen Instinkt. Für den ultimativen Ausdauer-Härtetest musst du in die Arena klettern. Diesmal legen wir noch ein paar Kohlen drauf. Jetzt geht's nicht mehr gegen Hitze, jetzt spielst du mit dem Feuer. Wenn du nicht aufpasst, gehst du in Flammen auf, also bereite dich gut vor. Es heißt, wenn man dort oben beweist, dass man abgehärtet ist, kann man sich einer hellen Prüfung stellen. Stichwort. Wenn du hart genug bist, dich dem ultimativen Ausdauerhärtetest zu stellen, dann kletter auf. Was ist das? Du besitzt feuerfeste Ausrüstung? Oh oh. So, jedes Mittel solltest du dich nicht verlassen. Stell dich der Hitze so, wie du bist. Scheiße. Ah. Okay. Kann ich hier was kochen? Ich darf die Rüstung nicht benutzen. Ich hab's fast befürchtet, Leute. Beim letzten Mal nutzten dich die Drehbürste. Ne? Dieses Mal wirst du wohl jedes bisschen und Feuerfestigkeit brauchen, das du aufbringen kannst. Mal gucken, ich probier's erstmal trotzdem mit der Rüstung, Leute. Quatsch. Ja. Tasche. Ich probier's einfach mal. Oder? Was ist das? Du bist. Okay. Oh, jetzt setzen sie mich zurück, ne? Eine zu mögliche Ende haben wir schon bestanden. Ja, das ist natürlich doof. Ich dachte, das wäre auch das zu einfach gewesen. Ne? Aber können wir hier kochen wenigstens irgendwo? Dass ich mich da, dass ich mir was kochen kann. Was mich beständig gegen Hitze werden lässt. Oh, ich glaube, ich habe nämlich kein Gericht. Was mich hitzebeständig oder gegen Hitze resistent macht. Scheiße. Nur gegen. Ich glaube, das reicht nicht, oder? Denn ich die Zähne dann aus, es füllt ein wenig dein Herzen auf und kühlt deinen Körper, sodass du Wüstenhitze trotzen kannst. Ja, nur Wüstenhitze. Ah, Moment. Ha, wir haben ja die Brandschutzmedizin, ne?
dass du selbst im Feuersten nicht in Flammen. Ach, sehr geil. Jo, trink mal. Yay. Okay, dann ziehen wir die jetzt aus. Müssen es ausziehen. Ich glaube, eine normale Rüstung geht ja trotzdem, ne? Also, falls uns hier die Borggrains auf die Pelle rücken. Aber ich glaube eher nicht. Da oben stehst, dann meinst du es wohl ernst. Die Regeln sind dieselben. Wenn du die Arena verlässt, wegfliegst oder gar schlapp machst, ist Schluss. Und jetzt legen wir los. Ultimativer Ausdauer-Härtetest. Oh, hält ja eine Weile. Heißer. Geil, ich wusste doch, die Flammenmedizin, die wird irgendwann nochmal von Nutzen sein. Oh, das war jetzt nicht mit Absicht. Aus Versehen, wie die Bewegungssteuerung aktiviert hier. Ich staune ihn. Oh. Seelenfeuerbrüder! Wie Lava! Ach so, stimmt, man kann ja durch die Hitze nach oben fliegen, ne? Und nicht versehentlich die falsche Taste drücken. Du bist unbesiegbar! Jo, habt ihr recht. Bis das Feuer erlischt. Njark! Großartig! Was für ein Kerl! Immerhin, sind nicht neidisch. Na, also. Oh, vielleicht hat das Schreien auch irgendwas mit Hitze zu tun. Mal gucken. Yay. Ein Schrein, die Hellenprüfung. Als die Legende war. Du bist der Sieger. Der Ausdauerhärtetests. Du bist der Beste der Besten. Da habt ihr recht. Geschafft. Junishi-Schrein. Na, gucken wir mal, was mit dem Schrein auf sich hat. Weil die jetzt schon bestanden haben damit, die Prüfung. Müsste eigentlich sein, ne? War ja relativ viel Vorgeplänkel. Sehr gut, sehr gut, sehr gut. Hat sich das doch gelohnt, da in diese Feuermedizin zu investieren. Oh, nee. Es ist wieder eine Apparatur. Feuerschutz greift noch. Na gut. Ich guck mal, was die Zeit sagt kurz. Na gut. Könnte ich noch schaffen. Könnte ich noch schaffen in der Folge. So, Delle. Was soll ich denn jetzt hier machen? Überhaupt. Also, da sind verschiedene Schlösser, die muss ich aktivieren. Okay, ich verstehe. Gut, dann gucken wir mal. Es kommt ja sehr häufig jetzt die Six-Axis-Steuerung zum Einsatz hier. Okay. Muss ich alles? Ach, ich muss die alle aktivieren hintereinander weg hier. Okay. Oh, das war's. Gut. Sehr geil. Okay, das war Nummer 1. Oh, hier wird's stürmisch. Ja, wird's auch. Eieiei. Okay, wo haben wir hier die Truhe? Jetzt mal die Truhe holen, da ist sie. Komme ich da hin? Von hier aus? Ich glaube nicht. Nee. Nee, nee. Das drückt mich auch sofort runter. Gefühlt zumindest. Also irgendwas, mit irgendwas muss ich nach oben katapultiert werden, da fragt man nie mit was. Ah, also ich muss die hier alle zum Drehen bringen, richtig? Oh. Hm. Klappt nicht so. Moment. Okay, die kann ich dazu bringen, dass sie sich drehen. Na, Moment, ich habe eine andere Idee. Ich will erstmal. Was ist ein Magnet? Die Kisten haben ja. Oh, Scheiße.
Ja, so tief. Haben wir noch eine Kiste hier? Da ist noch so ein Kubus. Okay, das muss immer jeweils beschwert werden. Fastan. Moment, vielleicht können wir ja eine Bombe drauflegen. Glaube ich zwar nicht, dass es was bringt, aber nein. Vielleicht, wenn ich es zünde. Nee. Aha, deswegen hat er den anderen nicht berührt. Jetzt verstehe ich. Verdammt. Nee, dann muss ich... Moment, jetzt habe ich noch eine andere Idee. Muss ich den Kubus... Wo ist denn der jetzt? Ja, hier. Muss ich den mal hier hochholen? Rutscht der hier runter, ja. Aua! Boah, wie? Das tat weh. Moment, ist denn das nicht einfach ein Magnet? Nein, leider nicht. Na gut, das wäre zu einfach gewesen, um wahr zu sein. Das ist auch nicht... Ist überhaupt nicht... Dort kann man überhaupt nicht interagieren. Mal Bombe kommt nicht weit. So, Moment, ich könnte darauf, ne? Auf das Teil selber? Nee. Nee, glaube ich eher weniger. Von da aus vielleicht irgendwie? Okay, Moment. Ich glaube, er kommt da nicht rauf, das Teil, ne? Kommt er da hoch? Nee. Moment. Ich habe jetzt mal eine andere Idee. So, Dele. Wo kommt der Wind jetzt? Nee, das ist zu hoch. Ich habe ja leider nicht Raviolis. Oder wie der Typ heißt. Bisschen tiefer muss das sein. So. So, reicht das? Jo, das müsste gehen. Hoffe ich mal. Jo. Super, Leute, das geht. Prima. Achso, übrigens, herzlich willkommen zurück. Ich musste eine kurze Pause einlegen. Zwecks Telefonat. Hä? Aber nicht doch jetzt, was da drin war, wa? Ja, so ein kleines Säbelchen. Ja, nee, danke. Die Gerudo, Gegenstände sind generell jetzt nicht so wahnsinnig berauschend. Ja, okay. Jetzt haben wir das in Anführungsstrichen richtig ausgerichtet, um dann in die Kiste zu kommen. War jetzt nicht mehr um das Rätsels Lösung hier zu bewältigen. Aber das kriegen wir auch hin. Das ist jetzt auch nicht weiter wild. Ich habe schon eine Idee, wie man das machen könnte. Ja. Ach so. So, ich hoffe mal, das ist jetzt ungefähr gleichmäßig. Ja. Okay, Leute. Kommen wir darauf irgendwie? Ich bin mir nicht sicher. Ja, doch. Da komme ich auf jeden Fall rauf. Deswegen stelle ich den Kubus mal hier drauf. So, in der Hoffnung, dass sich das dann trotzdem dreht. Was richtig ausgerichtet ist. Ja, es klappt. Jetzt brauchen wir nur noch den einen. Hier habe ich nämlich eine Idee. Hier können wir mal Link draufstellen. Jetzt müsste es aufgehen. Aber ich denke mal, es ist nur temporär. Ach, da geht es noch weiter. Cool. Ne, dann geht es wieder zu. Okay. Wir haben ja hier das tolle Stasis-Modul. Ja. Dessen Hilfe können wir jetzt dieses Teil so weit blockieren, dass wir in den nächsten Raum können. Ah, ein bisschen knapp, aber... Ja, nö. Nö, klappt ziemlich entspannt. Okay. Vielleicht gibt es ja hier noch eine Truhe und da ist vielleicht was Besseres drin. Weiß es noch nicht. Dann hört das Wasser auf, richtig? Oder was? Oder wie? Ach so. Oh. Okay. So weit, so klar. Das muss wieder alles brennen, ja? Müssen wir zum Brennen bringen. Problemchen ist das Wasser, ne?
Das ist echt ein Problemchen. Wir können wahrscheinlich nur eins deaktivieren. Jeweils. Ne, wir können mehrere, ne. Ne? Ne. Jo, wir können nur eins deaktivieren. Ich kann nicht dann eine Wassersäule erschaffen. Eine Eissäule. Nein. Na Quatsch. Da sind zwei. Da ist auch noch eins. Aber da müsste noch eins rauskommen, oder? Ne, fährt das Ding nur runter hier, ne? Das ist schon mal gut, dass es runterfahren kann. Blöd nur, dass das andere nicht irgendwie. Das andere kann ich nur stoppen. Jetzt bräuchte ich hier halt den Kubus, ne? Aber wir kommen nicht mehr zurück. Obwohl. Ne, mit dem. Ne, das ist Quatsch. Den kriegen wir hier so oder so nicht rüber, den Kubus. Oder hätten die ihn nicht rüberbekommen. Sagen wir es mal so, wir müssen das irgendwie anders lösen. Ah, mit was kann ich das beschweren hier? Ich kann es maximal aufhalten. Ja. Gott, das ist zeitkritisch ohne Ende, ja? Hat der mal wieder gelöscht. Richtig. Richtig. Oh, Mensch, das ist noch daran. Ah, Moment. Moment. Da ist noch eine Kiste. Hab ich gerade gesehen. Da können wir nämlich da draufstellen. Habe ich so den, die Idee jetzt. Aber ich hoffe mal, ich habe noch Feuerpfeile. Erstmal den schwächsten Bogen, ne, den. Sehr geil. Oh, muss echt sich ganz genau immer umsehen hier. Oh, den schaffen wir das natürlich. Gerudo-Lanze, yay. Ist ja auch denkbar geil. Oh Mann, was soll ich mit dem Müll? Warum wollen die Gerudo hier an mir ihren Müll loswerden? Oder bei mir ihren Müll loswerden. So, klingt's richtig. Eieiei, okay, das ist unten. Das haben wir geschafft. Und das andere können wir jetzt mittels das Stasis-Modul auch aufhalten. So. Boah, aber ich bin nicht niemals im Leben so schnell. Ach, scheiße. Ah, gut. Das brennt ja nicht mal hier. Was ist denn das da? Komm, brenn, brenn. Ja, geil. Moment. Schnell loslassen. Okay. Müssen wir noch drei zum Brennen bringen. Na geil. Naja, müssen wir so peu à peu machen. Boah, das dauert nur so ewig hier. Oh. Hallo. Scheiße. Ah, eine gelöscht. Super, wie gewonnen, so Zaron. Oder bevor es aufhört, dann wieder. Das kann natürlich auch sein, ne? Boah, eine knappe Kiste hier. Hä? Warum kann ich es jetzt nicht aufhalten? Hä? Ach so, oh, das braucht echt ewig. Und auf der Rückseite ist, glaube ich, noch einer, der nicht brennt. Oh, hier noch einer? Komm. Komm! Ja! Oh, ich hoffe mal, das reicht. Nicht, dass es wieder... Okay. Sehr geil, Leute. Cool, geschafft. Supi.
Der sieht irgendwie anders aus, ne? Der sitzt da so komisch im Schneidersitz. Zeigt nicht sein Gesicht, aber ist auch nichts Besonderes. Wunderbar, haben wir geschafft. Ja, und damit verbleibt nur noch ein einziger Schrein, würde ich mal sagen. Dann haben wir alle Schreine zumindest bewältigt und können soweit weiter voranschreiten in der Story. Vielleicht noch das ein oder andere Rüstungsupgrade mitnehmen. Oh, wer weiß. Oh, wumm. Schlagartig nochmal angegangen, das Feuer. Gut, aber die Aufgabe haben wir auf jeden Fall gelöst. Die davor und innerhalb des Schreins sowieso. Ja, Leute, dann würde ich erstmal Schluss machen an der Stelle. Also dann, bye bye, ciao, ciao. Bis zum nächsten Mal, euer Eschak. Lasst es euch gut gehen und falls euch die Folge gefallen hat, wisst ihr ja, lasst ein Like in Norden da. Bis dann.